Yo, bevor das Video beginnt, möchte ich euch einfach nochmal ganz kurz Danke sagen an diese unglaubliche Rückmeldung, die ihr mir immer gebt. Ihr bringt mir echt wirklich immer ein Lächeln ins Gesicht und dafür möchte ich mich einfach mal bei euch bedanken. Außerdem blende ich noch zwei Fanarts ein, die mir auf Twitter geschickt wurden. Danke dafür, finde ich wirklich sehr, sehr cool von euch. Keine Ahnung, wenn ihr mir sowas zuschicken wollt und ich das vielleicht mal in der Folge zeigen soll, dann am besten über Twitter, Link dazu in der Videobeschreibung. Dort erfahrt ihr auch immer, wann ein Video kommt und wann nicht. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Leben. Wir sitzen hier gechillt auf unserer Bank und gucken unserem Haus entgegen. Und auf dem Server hat sich wie immer wieder einiges getan. Das möchte ich euch in dieser Folge zeigen. Das wird so eine Zusammenfassungsfolge und zwecks der Bäckerei werde ich euch auch noch einiges zeigen. So, gut. Also, wie ihr erstmal hier Schlag auf Schlag seht, hier steht kein Feld mehr. Zombie hat das Feld abgerissen. Und das war doch mein Ein und Alles. Nein, Leute, also, ja, hier gibt es jetzt kein Feld mehr. Das ist deswegen, weil immer ganz, ganz viele jetzt da hinten bauen. Und dann mussten die immer alle durch Zombies Haus laufen. Dann dachte er sich hier so, ja, baut er da lieber eine Treppe hin und so weiter. Und jetzt haben wir da so eine schöne Treppe. Ich finde es schön. Und ja, apropos Feld, das muss ich euch dann auch noch zeigen. Da hat sich auch was getan unter meinem Haus. So, dann gehen wir einfach mal weiter. Was natürlich sofort ins Auge sticht, ist das hier. Wer sich jetzt fragt, was das hier für ein Gebäude ist, das ist das Haus von Nilo. Der ist wieder zurückgekommen. Er hat sich ein bisschen einsam auf der Insel gefühlt und so weiter. Und dachte sich so, ja, muss unbedingt wieder neben mich. Und dann ist er da wieder eingezogen und baut hier jetzt so einen mittelalterlichen Turm mit so einem, naja, wie soll ich sagen, mit so einem Berg, mit so einem künstlichen Berg, den er da erschaffen hat. Genau, so. Dann gehen wir jetzt einfach mal weiter zu mir. Und ja, hier drin die ganzen Kisten, das wird alles noch ordentlich gemacht, also da bitte nicht irgendwie denken jetzt, oh mein Gott, der hat hier überhaupt nichts. Ah ja, genau, Leute, ich habe einen, ich habe eine Mine gefunden und das blende ich euch jetzt hier ein. So, wie ihr gesehen habt, da hatte ich eine richtig coole Mine gefunden und ich habe da auch einiges erbeutet. Unter anderem, ich glaube, so ein paar Pferderüstungen, ich weiß nicht mehr genau. Und Diamanten habe ich, glaube ich, auch noch gefunden, das blende ich euch auch noch ein. So, und die Diamanten haben wir hier drin. Also insgesamt habe ich jetzt 19 Diamanten, habe mir aber einen Diamant plus Panzer gemacht. Das andere war Eisen, ist mittlerweile schon kaputt. Und wie ihr mich kennt, wieder die ganzen Spitzhacken repariert. Und ich habe natürlich wieder ein paar gute Deals an Land gezogen, wo ich meine Diamanten dafür ausgegeben habe. So, genau. Ich weiß gar nicht, ob ihr das schon wisst, wenn man hier runterfällt, dann ist hier so was ausgehöhlt und hier habe ich Kühe, die ich jetzt zum Beispiel vermehren kann. Ja, ficki ficki. Ha. Und hier haben wir noch ein paar Schafe, die übrigens nackig sind, weil hier keine Erde wächst. Ich muss schauen, vielleicht kann ich irgendwie so eine Behutsamkeitsschaufel noch irgendwo auftreiben, damit ich da unten wenigstens Gras packen kann, weil ja, hier ist halt alles sonst nackig und hier ist sonst kalt. Dann habe ich hier noch ein paar Hühner. Und jetzt kommen wir in den Raum. Jetzt kommen wir in den Raum, wo alles entstand. Genau, hier haben wir so ein kleines Feld und das ist deshalb da,
Weil ich habe jetzt eine Bäckerei, die wir in der letzten Folge angefangen haben zu bauen. Aber da ganz, ganz viele von euch geschrieben haben, ja, Thomas, es ist, denke ich, besser, wenn ich das lieber so baue, nicht in der Folge, sondern in der Folge nur vielleicht so kleine Sachen baue, aber euch dann das zeige, ist es besser. Finde ich auch, aber da sich einige gewünscht haben, ich soll doch mal zeigen, wie ich die Bäckerei baue. Deswegen habe ich es aufgenommen. Die habe ich jetzt jedoch echt ein bisschen verändert und habe sie dann so weitergebaut, wie ich wollte und habe das Tutorial gar nicht mehr angeguckt. So, auf jeden Fall ist das hier unser Feld. Das könnten wir nachher mal abfräsen hier. Und hier haben wir noch ein paar Siedeln und so weiter. Gut. Dann habe ich noch einen sehr guten Bogen. Und zwar mit Haltbarkeit 3, Flamme 1, Schlag 1 und Stärke 3. Da muss ich auch noch versuchen, ein bisschen mehr zu verzaubern. Das wäre vielleicht ganz gut. So. Zack. Perfekt. Okay, dann gehen wir einfach mal weiter hier. Also so sieht das aus. Ich habe jetzt auch einen Briefkasten. Das heißt, wenn ich das hier reinwerfe, zack, dann kann ich einfach hier unten hier die Klappe aufmachen. Upsala. Die Klappe aufmachen und hier. Oh. Hä? Nein! Klappt das denn nicht? Oder what? Oh. Oh nee. Okay, gut, dass ich das jetzt ausprobieren wollte, weil irgendwas klappt hier gerade nicht. Irgendwas klappt hier nicht so, wie es klappen sollte. Zack. Wo ist die Truhe? Okay, jetzt ist die Truhe nicht mehr da. Dann machen wir ganz schnell eine neue. So. Zack. Oh, uns fehlt ein Holzstückchen. So. Zack. Zack und zack. Perfekt. Jetzt gucken wir mal. Das gehört hier hin. Okay, also die Sachen kommen jetzt hier rein. Und hier unten muss ich die dann wahrscheinlich nochmal abbauen. Und dann so hin platzieren. Ah, wahrscheinlich weil ich sie gesichert hatte. Könnte ich mir zumindest vorstellen, dass das deshalb nicht mehr geklappt hat. Auf jeden Fall klappt das jetzt. Und ja. Nur damit ihr das mal so wisst. Gut, das kann ich erstmal hier hinpacken. Ja, ich weiß, es sieht echt sehr chaotisch aus. So, gut, dann gehen wir weiter. Und töten erstmal hier den Zombie da. Stirb. Weg von meinem Brunnen. Und jetzt gehen wir weiter. Also es hat sich wirklich einiges getan. Das möchte ich euch jetzt so ein bisschen zeigen. Also wir haben jetzt hier so Schilder. Hier geht's zum Hafen. Hier geht's zu mir, zu Delay und zu Nilo. Da vorne wohnt Zombie. Genau, dann hat Debitor hat hier auch so eine kleine schicke Bude, die sehr groß übrigens ist. Hier, die geht da noch bis ganz weit nach hinten. Finde ich schön. Und ja, hier haben wir seinen Briefkasten. Da spende ich ihm ganz oft einfach Stein. Also wirklich nur Stein, kein Cobblestone. Weil das braucht er da irgendwie zum Bauen. Und hier wohnt Herr Bergmann. Ja, der hat von mir auch ein kleines Starterpaket bekommen. Und eine kleine Entschädigung, weil ich ihn mit einem Ei beworfen habe und dann seine Rüstung kaputt gegangen ist, die ich ihm geschenkt habe. Aber ist schon okay. So, gehen wir da mal weiter. Hier, genau, das hier ist ja dieser, dieser Verzauberungsbereich. Der ist auch ein bisschen weit weg von meinem Haus, deswegen habe ich mir gedacht, das hier ist der südliche und da vorne wäre dann der nordische Verzauberungsplatz. Wenn wir zwei hätten, wäre es, denke ich, gut und ich glaube, dass ich da hinten noch einen hinpacken werde. Genau, hier wohnt Sturmwaffel, das gefällt mir auch richtig gut, das Haus. Das hat er echt wirklich schön gebaut. Hier wohnt in Tracy. Das ist in Tracys Lagerplatz. Genau, das ist in Tracys Lagerhaus. Ich finde, der baut auch echt wirklich sehr, sehr schön. Und ja, Baustart. Ah, okay. Ich glaube, das hier ist die Armenow-Kirche, soweit ich weiß. Bauhelfer gesucht. Ich glaube, dass das die Armenow-Kirche ist, soweit ich weiß. Also ich glaube, das wird die Armenow-Kirche. Und ja. So, da haben wir Paluten und Revis Schloss.
sieht auch echt geil aus. Also es hat sich so viel getan in der Zeit wieder. Am besten, ihr geht einfach wieder auf den Link unten in der Beschreibung. Dort könnt ihr nämlich live sehen, was einfach so alles passiert. Und ja, hallo Dr. Banks, hallo. Genau. Dann wollte ich euch natürlich noch die Bäckerei zeigen. Hallo, die habe ich gebaut. Die muss ich euch natürlich schon zeigen. Ich werde die noch ein bisschen verschönern. Aber so im Grunde fand ich es eigentlich ganz cool. So, gehen wir einfach mal hier schön entlang. Und dann haben wir hier einen Zombie, das ich jetzt abschießen werde. Zack. Bäm, tot. Gut. Hier haben wir eben meine schöne Bäckerei. Genau. Mache ich auch noch schnell einen Screenshot davon. So. So, wie ihr seht, das ist hier die schöne Bäckerei. Und hier Bumstoys Bäckerei mit Selbstbedienung. Hier haben wir ganz viel Brot drin. Hier haben wir Kürbiskuchen. Hier haben wir normalen Kuchen. Und hier haben wir eine Spendenkiste, wo Leute spenden können. Das fällt dann durch und kommt nach so einer anderen Kiste. Und hier haben wir keine Kekse, weil ich noch keine Kakaobohnen habe, leider. Und zwar habe ich hier einfach das hier mit Wolle befüllt. Wisst ihr noch, da waren ja vorhin diese Steine da. Und das hier habe ich komplett erweitert, weil ich mir dachte so, ja, das ist dann doch vielleicht ein bisschen zu klein. Und dann habe ich das einfach noch so irgendwie erweitert und wollte hier irgendwie so einen Ofen machen, wo man hier irgendwie so backen kann. Und ja, keine Ahnung, das sieht hier irgendwie so ein bisschen bäckerhaft aus. Oder wie so eine Pizza, die man da so in den Ofen schieben kann mit so einem langen Ding. Also, ich glaube, das ist echt ganz cool geworden. Und Maudado und so weiter haben sich schon gefragt, wieso ist denn nur ein Kuchen drin? Das ist, weil das ganz, 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 ganz teuer ist zu produzieren. Und deswegen muss ich da einfach noch ein bisschen schauen, dass ich das schön mache. Genau, dann hat mir aber jemand ein cooles Kommentar geschrieben. Moment, da gucke ich jetzt ganz schnell nach. So, genau, und das Kommentar kommt von FunGermanTV. Er hat geschrieben, auf jeden Fall musst du einen Tisch machen, dann Kuchen drauf und dann wieder Glas drüber, wie man es in echt kennt. Finde ich eine ultra coole Idee, dass man da irgendwie so einen Kuchen platziert und dann irgendwie wie so in so einem Ausstellungsstück quasi den Kuchen sieht. Finde ich eine echt coole Idee. Und dann muss ich noch einen Kommentar vorlesen, und zwar vom lieben Miron Filmt. Er hat geschrieben, ich hätte noch eine Idee für die Bäckerei. Da ja bald eine Währung kommen wird, kannst du einen Vorraum bauen und im Vorraum eine Wand mit deinen Preisen platzieren. Und dann gibt's halt auch mal Rabatte oder so. Wie im echten Leben halt. Vielleicht braucht ja der ein oder andere mal eine Essen. Ich sehe schon, du wirst ein nützlicher Bäcker. Ja, auf jeden Fall auch eine sehr coole Idee. Ich weiß, das hatte ich schon geplant. Ich werde das hier, also gut, ich sag mal so. Wenn die Währung da ist, wird das Ganze sowieso anders werden. Dann wird nicht mehr getauscht mit dir, sondern das wird dann alles mit Währung gemacht. Bis jetzt ist das hier alles gratis. Also alle Leute, die das Video jetzt sehen, ihr könnt hier euch gerne gratis bedienen. Aber sobald die Währung da ist, wird das natürlich auch was kosten. Vor allem der Kuchen und die Kürbiskuchen, weil die ein bisschen aufwendiger zu produzieren sind. Das Brot zum Beispiel wird entweder noch gratis sein oder so. Dann wird es mal Rabattwochenende geben, wo das dann alles mega günstig ist. Ja, also ich habe da richtig coole Ideen. Und danke für das Kommentar, das hat mich wirklich gefreut. So, noch einen schönen Screenshot. Sorry, aber ich finde das einfach immer so schön hier mit dem Shader. Genau, hier entsteht dann der Marktplatz von, wer baut das nochmal? Ich glaube, das baut Cheeky, ich glaube, in Tracys Warenzelt. Hier kann man wahrscheinlich auch ein eigenes Ständchen, sage ich mal, aufstellen und dort dann was verkaufen. Werde ich auf jeden Fall auch machen. Ich meine, gibt natürlich gut Kohle. Und vielleicht irgendwie so einen Klamottenladen. Ich hätte ja Bock, mit so ganzen Armor-Stands, die es ja jetzt ergibt, irgendwie so einen Klamottenladen zu machen. Wie für ein Mittelalter, wo man dann irgendwie so Kettenrüstung für den Kampf oder so kaufen kann. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Sieht auf jeden Fall richtig krass aus. Und ich mag diesen Stil hier, der hier so gebaut wird mit diesen Ständen. Mag ich echt sehr gerne. So, genau. Da unten, hier von der Ferne seht ihr noch den Baum des Lebens. Den sieht man ganz gut.
Hier wohnt Palokos, wie gesagt. Und hier hinten hat Minus Dude seine Mühle, genau. Und der Turm hier hat sich auch verändert, der von Takaishi. Er war ein bisschen deprimiert, dass sein Turm dann viel hässlicher aussah als der von GLP. Deswegen hat er einfach nochmal einen komplett neuen Turm gemacht. Und ich finde, der sieht jetzt auch echt sehr, sehr cool aus. Jetzt geht man da immer so zwei so Türmen vorbei. Und ich finde, das sieht echt cool aus. Ja, so, genau. Hat sich unten am Hafen was getan? Ich weiß es gar nicht. Ich kann ja mal ganz kurz nachgucken. So. Genau, stimmt. Unten am Hafen hat sich viel getan. Hier zum Beispiel. Hier ist ein Springbrunnen. Dann hier hat Flürmelchen hat hier auch eine kleine Hütte. Der Leuchtturm von Kev. Der musste umgebaut werden, weil das nicht so mittelalterlich war mit der Wolle. Deswegen musste er da gebrannten Ton nehmen. Da hat er echt viel dran gearbeitet, dass das hier wieder schön aussieht. Und jetzt haben wir halt noch einen noch schöneren Leuchtturm. Finde ich echt sehr, sehr cool. Hier haben wir eine Map. Und am besten ist es ja, wenn jemand den immer, wenn jemand zum Beispiel so einen Map-Teil nimmt, einfach mal wieder durch die Welt läuft, damit sich das alles wieder ein bisschen mehr updatet. Das werden wir auf jeden Fall auch noch machen. Und ja, hier haben wir noch das Schiff, genau. Und jetzt zeige ich euch noch ganz kurz, was ich meistens jeden Morgen mache, wenn die Farmwelt da ist. Ich mache dann hier meistens so eine kleine Plattform. Mach hier dann so eine Bootskiste hin, dass die Leute auch mit dem Boot fahren können. Die tue ich sofort immer auffüllen, wenn ein Boot fehlt, weil irgendwie, wenn hier irgendwas fehlt, zum Beispiel hier, dann macht mich das so, keine Ahnung, dann habe ich so ein Gefühl, dass ich das unbedingt nachfüllen muss. Genau, hier geht's in die Neta-Festung. Da habe ich übrigens heute auch so ein Schloss gefunden. Und da habe ich 4 Dias und ein paar Sättel und ein paar und noch ein paar, genau, und ein paar Pferderüstungen habe ich bekommen. Und ja, ich hoffe einfach mal, dass die Farmwelt morgen nicht mehr mitten im See ist. Es ist nämlich nicht so gut und ich hoffe einfach mal, dass die nächstes Mal einfach wieder am Festland ist. Aber ich habe jetzt einfach so einen kleinen Weg rüber gebaut. Da müssen die Leute nämlich nicht immer mit dem Boot fahren und das verbraucht dann auch nicht so viele Boote und so viel Holz und dann ist das schon ganz okay. So, hier haben wir zum Beispiel ein schönes Pferd, das könnte ich reiten und alles. Aber es bringt mir leider nichts, weil man kann noch nicht Pferde von der einen Welt, oder geschweige überhaupt hier, von der einen Welt in die andere Welt transportieren. Deswegen müssen die Pferde leider noch hier bleiben. Finde ich sehr schade, weil ich hätte so gerne ein eigenes Pferd. Ich habe schon eine Leine und dann habe ich auch schon einen Sattel und dann würde ich mein Pferd Nougat nennen und wir würden zusammen das Leben bestreiten. Und das müsste auf jeden Fall Nougat-Braun sein, auf jeden Fall. Oder es müsste Kackbraun sein, dann würde ich es Kackbraun nennen oder Nutella. So, gehen wir einfach wieder zurück in die Welt hier. Und ja, das war so eine kleine Rundführung. Genau, hier steht's, hier sind nämlich die aktuellen Regeln immer und hier steht, Mobfallen sind verboten, danke. So, ich hatte eine Mobfalle gebaut, die hat aber nur dann funktioniert, wenn ich ganz alleine am Server war und keiner irgendwie Chunks in der Stadt geladen hat. Da hat mir auch jemand in die Kommentare geschrieben, yo, das liegt da und daran, dass eben dort Chunks geladen werden und da und dann spawnen dort ganz viele und in der Monsterfarm nichts. Das stimmt, weil als ich ganz alleine dort war, hat die Monsterfarm funktioniert. Die muss ich aber leider abreißen, weil die ja verboten waren. Zombie hat seine dann auch abgerissen. Und ja, hier sind noch so ein paar Schilder und man darf jetzt auch keine ganzen Inseln mehr in Beschlag nehmen und ich glaube maximal eine Größe von 30x30 darf man sich aneignen. So, ich würde sagen, das war's von dieser kleinen Zusammenfassung hier. Ich werde mir auf jeden Fall noch ein bisschen bessere Rüstung holen, vielleicht mache ich mich auch Full Deer, ich weiß es nicht, schreibt es mir in die Kommentare, was ihr da am besten findet. Und ich möchte auf jeden Fall noch ein bisschen besseres Schwert haben. Und genau, schreibt mir bitte, bitte in die Kommentare, wie ihr das Intro findet. Es gibt jetzt ein paar Leute, die machen mir das. Und ich finde das cool. Aber vielleicht
schreibt ihr mir einfach, wie ihr das Intro gefunden habt. Es gibt ja mehr, die mir so ein Intro machen. Link zu dem Ersteller natürlich in der Videobeschreibung. Und ich würde einfach mal sagen, Leute, ich benutze jetzt einmal den Slime Tower und dann war es das auch schon wieder von dieser Folge. So. Im F5-Modus, Leute, im F5-Modus. Okay. Dum, 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 dum. Okay, fail. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's. Haut rein, Leute, macht's gut und ciao.